Kai. Zitat von gestern Abend. Manche Leute sind halt am nächsten Morgen komplett im Arsch, weil die gesoffen haben oder so. Was die normalerweise auch machen. Aber Hauptsache gestern wieder bis 2:30 Video geschnitten. Nice Content kommt auf euch zu. Jetzt geht's on track, Alter. I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check. Fahr noch einen Meter. Noch einen Meter zurück. Meter zurück. Noch weiter. Nee, stopp. Meter. Fahr noch einen Meter vor. Noch ein kleines Stück zurück und dann haben wir's. Jo, bleib stehen. Nee, stopp. Noch ein Stückchen vor. So ist gut. Herzlich willkommen in meiner Show. Oh, was hast du vor heute? Big whips. Pretty fun laps. Matsch fahren, bisschen senden den ganzen Kram heute. Wir können nochmal rund schlafen gehen, oder nicht? Manch andere will schlafen hier noch. Wir haben viel vor heute. Der Kerl macht jetzt noch die letzten Gruppearbeiten für den Prime Track. Yeah! Jo, das können wir schon wieder reinschneiden, wenn wir daneben gehen. Moin! Hi! Aha. Wo sind die Baulig? Die kommen noch, glaube ich, oder so. Baulig. Ich glaube, da unten. Sprich, sie dürfen wir das ja eigentlich als Werbung drauf haben. Tustet. Leute, Hauptsache der Style ist on point. Das ist das einzig Wichtige. Soll ich mir Pfanne lassen? Hell yeah! So, um das hier gerade ein bisschen aufzuklären, wir haben ja gestern hier komplett die Strecke geschoben und die Jungs sind halt mega heiß zu fahren. Da habe ich gerade schon mal einen Gamer losgeschickt, um sich ein bisschen warm zu machen. Und ich denke mal, dass dann gleich auch mal jemand anderer hier das ein bisschen kommentieren wird. Ja, vor lauter haben wir heute Morgen glatt vergessen, daheim zu erzählen, was wir heute überhaupt so vorhaben. Wir werden heute den dritten Teil von der Theke zum 3-Stunden-Enduro drehen. Die Jungs werden heute auch mal wirklich ein bisschen Runden spulen, weil das haben wir bis jetzt ja noch gar nicht gemacht. Ja, dann haben wir uns noch so ein, zwei Sachen überlegt nachher. Gibt es vielleicht noch was zu lachen? Ja, seid auf jeden Fall gespannt und viel Spaß beim Zuschauen. Wie sieht dein Part? Was soll ich sagen? Hell yeah! Sag immer. Ja, heute ist der große Tag. Bisschen Strecke fahren. Guckst du einfach mal auf die Kiste, fährst mal ein bisschen. Die Kraut würde ich dann wahrscheinlich erstmal weglassen, weil hier oben die Bedingungen halt doch ziemlich gut sind. Ja. Auch normal, ziemlich griffig. Habt ihr jetzt neue Reifen drauf? Kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ist eigentlich schon gemerkt? Ja, vorhin bei der 8 Oma, da bin ich durchgeplästert. Krank, oder? Ja. Also, ich muss sagen, Kerl, als Chefmechaniker. Genau hier. Ganz kurz, du kannst da deine Werksfahrer nicht eigentlich so auf die Strecke lassen, wenn hier die Schraube einfach komplett locker ist, gell? Da musste das jetzt festziehen. Ja, man muss aber dazu sagen, diese Schraube hat keine Funktion. Das ist doch egal, es muss alles fest sein. Deswegen bin ich auch gestern letztes Mal umgefallen, weil die Schraube locker war. Ja, ich denke auch, daran wird es gelegen haben. Weil du einfach ein Larry bist. Ja, ein richtiger Larry. So, jetzt, du könntest jetzt, um richtig hier in den Tag zu starten, direkt Vollgas, großer Table drüber. Rippen? Quer, bitte. Quer. Okay. Also ich kann mich auf die Fresse legen, wenn du willst, quer. Das war's aber dann noch. Komm auf. Ich will da weggehen, gell? Ich kann nicht mehr lang fahren, gell?
andersrum. Mann, ist schon ganz yeah! Pass auf, Pauli, ich geh, da geht's jetzt vorwärts. Achte ein bisschen drauf, dass du halt sauber fährst, auch ein bisschen auf deine Haltung und so. Ja, wir haben jetzt hier noch eine kleine Spezialaufgabe für die Jungs. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen springen üben. Ja, das war viel zu viel Gas. Wir hatten unser erstes Sprungtraining. Also, ja, wir sind mindestens 38 Meter weit. 5 Meter hoch auf jeden Fall. Okay, man müsste jetzt nochmal bitte demonstrieren, wie denn dein erster Sprung so war von der Haltung. Von der Haltung her. Also ich habe Von Haltung her, die hat auf jeden Fall sehr gut gehabt. So, die zwei Rookies hier am Start. Beide ganz neu eingestiegen ins Renngeschehen. Beim Bar-to-Bar in Aberien. Die Jungs stehen am Gatter. Und da geht's los. Oh, und der Mann auf der Innerline hat da ganz, ganz gute Reaktionen, wann das Gatter da gefallen ist. Ich glaub's, was ich... So, aber... Der Mann mit der Nummer... Da gar nicht viel, vielleicht noch mal ein bisschen dran. Die Jungs sind auf jeden Fall motiviert. Aber wir wissen, der Mann mit der Nummer 7, Florian Pauli, ist sehr stark und schnell unterwegs. Der kann auch ein bisschen sehr spät. Vor allen Dingen ganz unberechenbar, wie die Jungs hier die Spuren wahrnehmen. Und da gehen sie auch ins zweite Heat Race ein. Die Jungs stehen am Gatter. Und jetzt wieder ein ganz spannendes Rennen von den zwei. Kaum 4 Meter trennen sie sich voneinander. Jetzt fast parallel hier durch die Kurve. Das ist unglaublich, was die zwei hier liefern. Auf den Short Track.
Und jetzt geht's hier auch wieder komplett parallel in die Kurve rein. Ganz klassische Fahrt rein, Kontakt hat. Auf erster Sieger, letzte Kurve. Die Jungs geben sich aber auch wirklich alles hier in Basis. Und das ist ganz schwer zu entscheiden, wer hier der Sieger war. Das ist Foto für dich. Wer hat dieses Rennen gewonnen? Wer hat es gewonnen? Videobeweis, Videobeweis. Wie konnte es nicht erkennen? David Gemmer. David Gemmer war der Sieger. Und das wird auf jeden Fall spannend. Die Jungs sind hier parallel auf einer Linie. Die zwei Rookies in ihrer ersten Saison. Unglaublich, was die hier für Battles an den Tag legen. Auch wieder komplett parallel hier. Da könnt ihr kaum glauben. Oh, da wird gesetzt. Oh, David Gemmer. Blockbuster Sonnen. Ich fass es nicht. Das wird hier noch eine ganz enge Kiste zum Ende. Oh, Gemmer auf der Innerline. Blockpass, ich glaub's ja nicht. Ich glaub es nicht, dass hier abgeht. Das könnte ein Foto für dich wert sein. Das wird jetzt eine ganz enge Kiste. Das wird ein Wahnsinns-Foto-Finish hier auf der Zielgerade. Oh! Ich glaube es nicht! Oh fuck, da hat die Karre einfach weggeschmissen. Unglaublich, was hier abgeht. Die Fans sind hin und weg. Das Stadion ist kaum mehr zu halten. Was ein Rennen. Komplett endkrank. Ja, ich hatte Leerlauf. Ich hatte Leerlauf drin und dann haben sie reingekloppt und am Gas gezogen und dann war fertig. Ja, wir waren heute in Abergen gewesen. Und waren hier trainieren bei besten Bedingungen, geiles Wetter, geile Streckenbedingungen. Ich denke, die zwei haben das heute auch mal positiv zu spüren gekriegt. Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz berichten, wie so der Tag für euch war. Gut, der Bauli hat erstmal ausgeschlafen heute Morgen. War das erste schon mit der KMS, wann kam es? Um 11:30 oder so? Ajo, hier laut schon. Ja. Naja, auf jeden Fall an sich war super Wetter gewesen. Der Boden war mega zum Fahren, gegensatz zu den letzten beiden Male. Wir haben Sprünge geübt, bisschen fahren, Kurventechnik sind ein bisschen. Zum Abschluss haben wir dann noch ein kleines Battle gemacht, Baulich und ich gegeneinander. Bar to Bar, das war schon ziemlich geil, ja. Hat Spaß gemacht. Ja, war echt richtig, richtig geil, Leute. Hat man euch, denke ich, auch angesehen, sah alles ganz gut aus. Auf jeden Fall hat man gut sehen können, wie ihr euch gegenseitig hochgezogen habt bei euren Battles. Oh. Ja, dass hier noch einer ausrutscht. wir haben jetzt noch ein Training vor und das wird beim öffentlichen Training in Laues-Eschbach sein. Also an alle, die da sind, ich denke mal vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die das Video sehen, die werden bestimmt auch da sein. Na super. Wird ja nur habt die Ehre, mit den zwei zu heizen. Passt auf, dass ihr euch nicht vom Motorrad fahren. Nee, die haben die Sache schon im Griff. Wird, denke ich, auch da ganz cool. Also zum IGE mittlerweile. Nach dem ersten Training halt so, ach du Scheiße. Dann war nicht so, immer noch, ach du Scheiße. Jetzt so langsam kommt das Gefühl, wo ich sage, ja, wir könnten es packen. Das Ding ist halt, wenn wir so ein Fuck-Wetter haben, das wird halt dann richtig krank. Aber wir hoffen sehen. Einfach mal, dass das Wetter geil wird und dann läuft das schon. Wird schon laufen. Ja, ihr Larry ist auf jeden Fall nur geil geheizt heute. Hier, wir hauen rein, sehen uns in Laues-Eschbach. Bis dahin, peace out, Leute. Hell yeah! Alter.